Herzlich willkommen. Mein Name ist Norina Peyer. Ich bin Organisationsberaterin und Kommunikationstrainerin. Und ich habe immer wieder Menschen bei mir im Coaching oder in meinen Seminaren, die zu mir kommen, weil sie sagen, sie würden gerne selbstbewusster auftreten. Ich möchte dir gerne ein paar Tipps mitgeben, damit auch du bei deiner nächsten Herausforderung selbstbewusst und souverän kannst kommunizieren. Nervosität wird oft als lästig und störend empfunden und in Zusammenhang gesetzt mit «Ich bin gut» oder «Ich bin schlecht». Bin ich nervös, bin ich schlecht, bin ich nicht nervös, bin ich gut. Zwischen Nervosität und Qualität besteht aber gar kein Zusammenhang. Es gibt Menschen, die sind vor dem Auftritt enorm nervös und brillieren nachher auf der Bühne. Wo es aber einen Zusammenhang gibt, ist, wie ich mit meiner eigenen Nervosität umgehe. Und dazu möchte ich euch gerne ein paar Tipps geben. Zuerst mal geht es darum, dass du deine eigene Nervosität akzeptierst. Nervosität gehört zum Menschsein dazu, wie vieles andere auch. Und die allermeisten Menschen sind nervös vor einem Auftritt oder einem wichtigen Gespräch. Viele können nicht mehr schlafen, es schlägt noch auf den Magen oder sie können nicht mehr essen. Alles ganz normal gehört dazu und geht ja dann auch vorbei. Frag doch mal in deinem Umfeld, frag mal deine Kollegen, deine Freunde, deine Familie, wie die mit ihrer Nervosität umgehen. Was sind die für Tipps und Tricks, die dir helfen könnten? Das Hilfreichste im Umgang mit der eigenen Nervosität ist, wenn man sich der Herausforderung stellt. Das heisst, statt immer mit dem flauen Gefühl im Magen herumzulaufen, dass man sich hersetzt und sich konkret überlegt, ja, was will ich denn überhaupt sagen? Was sind meine Kernbotschaften? Wie will ich einsteigen und wie will ich abschliessen? Wenn der Inhalt steht, dann lohnt es sich, das Ganze zu proben, zu üben. Je mehr wir es geübt haben, desto besser sind wir nachher auch beim Auftreten. Und wenn ich meine Gedanken laut formuliere, dann merke ich nämlich sehr schnell, wo es schon flüssig ist und wo es noch Denkfehler oder wo es noch holprig ist. Wenn du für dich allein geprobt hast, der nächste Schritt ist natürlich, von Freunden, Familie, Kollegen zu proben. Die können dir nachher ein Feedback geben und sagen, was ihnen gefallen hat, was sie verstanden haben, wo sie noch Fragen haben und vielleicht haben auch sie noch Tipps für dich, was du verbessern könntest. Für einen gelungenen Auftritt muss sich mindestens jemand im Raum wohlfühlen und das bist du. Also sorg dafür, dass es dir gut geht. Weil das Publikum lässt sich von deinen positiven Emotionen anstecken und wird dir gespannt und neugierig folgen. Und darum überleg dir, was macht dir trotz dieser ganzen Aufregung Freude an deinem Auftritt? So wie du mit dir umgehst, wird das Publikum mit dir umgehen. Nehmen wir mal an, du hast ein Blackout. Du bist auf der Bühne und du hast den Faden verloren. Du weißt nicht mehr weiter. Du fährst an stuttern, du fährst an zittern, du fährst an schwitzen. Alles, was du sagst, macht gar keinen Sinn mehr und du wirst hässlich auf dich selber, weil das ist ja total unprofessionell und die Abwärtsspirale ist nicht mehr aufzuhalten. Das Publikum wird rausgehen und sagen, oh, das war schlimm gewesen. Also der auf dieser Bühne hat mir mega leid da. Gleiche Situation, du hast ein Blackout, aber du denkst dir, hey, das gehört dazu, das kann es mal geben. Vielleicht machst du dann einfach eine Pause. Oder du nimmst einen Schluck Wasser. Oder vielleicht sagst du auch, oh, jetzt weiss ich gerade nicht mehr, wo ich war. Wo bin ich? Und das Publikum wird dir gerne Antwort geben. Und wahrscheinlich wirst du schon wieder wissen, wo du warst, bevor sie dir die Antwort überhaupt gegeben haben. Nach dieser Präsentation wird sich niemand mehr an das Blackout erinnern. Oder höchstens daran, wie souverän und professionell du diese Situation gemeistert hast. Viele Menschen wissen nicht, wohin mit ihren Händen, wenn sie nervös werden. Dann stehen sie zum Beispiel so da, oder so, oder so. Und das hat alles nicht die erwünschte Wirkung. Darum möchte ich euch jetzt ein paar Tipps zu Hand geben. Nehmt eure Hände in eine Ruheposition und kommt von hier aus ins Gestikulieren. Wenn ihr keine Ruheposition habt und eure Hände zum Beispiel immer auf der Seite fallen lasst, dann wirkt das irgendwie ein bisschen hilflos. Wenn ihr gestikuliert, aber nie in der Mitte zusammenkommt, dann ist der Satz wie nie fertig. Es fällt bis Ende und die Hände stehen hier so im luftleeren Raum umeinander. Darum kommen wir mal wieder zusammen. In der Ruheposition sind wir bei euch und so bei eurem Gegenüber. So schaffen die Hände auch Beziehung. Wo die Ruheposition ist, das könnt ihr selber entscheiden. Da oben ist sie sicher zu hoch und da unten ist sie entspannt. Da bin ich nicht am Senden, sondern am Empfangen. Darum, irgendwo hier macht es glaube ich Sinn, dass ich meine Hände platziere. Das heisst, rechter Winkel oder ein bisschen entspannter, das sieht kompetent und souverän aus. Wie ihr die Hände hebt, ist eigentlich egal, aber schaut, dass ihr die ganzen Hände hebt und nicht nur die Fingerspitzen oder zum Beispiel nur die eine Hand oder nur das Handgelenk
über den Bauch, sondern ihr tragt eure Arme und legt eure Hände ineinander. Und so könnt ihr kompetent und souverän auftreten. Viele Leute haben Angst, dass wenn sie von anderen reden müssen, aufs Mal alles vergessen, was sie sagen wollten, und lesen den Text drum ab. Das ist sehr schade, weil so verlieren sie nämlich den Kontakt zum Publikum. Das Publikum wird so bestenfalls informiert, aber sicher nicht überzeugt. Wie auch, wenn der Redner immer am Text klebt. Und nehmt lieber Kärtchen wie Papier, weil gerade wenn man etwas nervös ist und die Hände zittert, dann ist es vielleicht hilfreicher, man kann sich auch etwas umheben, das kein so unangenehmes Geräusch von sich gibt. Für die, die eher kurz und knapp werden, wenn sie nervös sind, lohnt es sich, ein Mindmap auf dem Kärtchen zu notieren. Weil so kann ich mich immer wieder orientieren und finde Inspiration, wie ich weiterfahren kann. Für die, die eher ausufern und langatmig werden, ist eine Bullet-Point-Liste hilfreicher. Da sind die wichtigsten Stichworte drauf und ich finde immer wieder zu meinem roten Faden zurück. Wenn man auftritt, kann man sich nicht verstecken. Es bleibt einem gar nichts anderes übrig, als sich zu zeigen. Zu zeigen, wer man ist und was man kann. Und darum lohnt es sich, bevor man auftritt, sich Gedanken zu den eigenen Stärken zu machen. Frag dich doch mal, ja, wie hast du deine letzten Auftritte gemeistert? Oder ein letztes herausforderndes Gespräch? Was hat dir dabei geholfen? Was hast du für positive Feedbacks bekommen? Und wie kannst du die für deine nächste Situation wieder brauchen? Selbstbewusstsein heisst nichts anderes, als sich selber bewusst sein. Und zwar nicht nur über das, was man nicht kann, sondern auch über das, was man besonders gut kann. Eine einfache Methode, zu diesen Stärken auf die Spur zu kommen, ist, wenn man eine Skala aufmalt, da ist 1, da ist 10, und wir geben dieser Skala einen Namen, zum Beispiel Auftrittskompetenz. Wie auftrittskompetent würdest du dich einschätzen? 1 heisst, ich bin der schlimmste Redner auf der ganzen Welt. Und 10 ist, hey, reden von Leuten, das macht mir Spass, das mache ich gern und ich bin richtig gut. Wo würdest du sagen, würdest du dich platzieren? Vielleicht, wenn du dich nicht so wohl fühlst, sagst du auf eine 3 oder sogar auf eine 2. Okay, 2. Und die meisten Leute schauen jetzt aber 2. Ui, das ist ein langer Weg bis auf 10. Frag dich zuerst mal, was ist denn das 2? Wieso hast du nicht 1 gesagt? Was ist denn da schon alles, dass du sagst, du siehst auf eine 2? Weil das da, das sind deine Stärken und deine Fähigkeiten. Und wenn du dir denen bewusst bist, dann kannst du dich bei deinem nächsten Auftritt auch richtig gut einsetzen. Ein gelungener Einstieg weckt das Interesse vom Publikum und macht sie neugierig darauf, was du ihnen zu erzählen hast. Wenn du die ersten paar Sätze auswendig kannst, dann kannst du dich voll und ganz auf den Moment und aufs Publikum einlassen und bist nicht damit beschäftigt, wie du formulieren willst. Und das lohnt sich auch, um dir selber Selbstsicherheit zu geben am Anfang. Wenn du deine ersten paar Sätze dir überlegst, dann kann es helfen, nach diesen 4 Punkten vorzugehen. Und zwar überleg dir zuerst, wie willst du begrüssen? Grüezi miteinander, herzlich willkommen, schön sind Sie alle da. Lieber Grosspapi, liebes Grossmami, wie willst du anfangen? Dann, was willst du zu deiner Person sagen? Natürlich, wie du heisst, aber was kannst du noch über dich erzählen, was dich mit dem Thema verbindet, was dich für den Zuhörer auch spannend macht? Je mehr du dort von dir preisgibst, desto interessierter ist das Publikum dann, dir auch zuzuhören. Dann natürlich das Thema, über was redest du heute? Und was ist der Nutzen für die, die zuhören? Lernen sie etwas, werden sensibilisiert, bekommen sie eine Entscheidungsgrundlage. Wieso sollen sie dir überhaupt zuhören in den nächsten Minuten? Embodiment ist der Fachbegriff für das Zusammenspiel zwischen Körper und Psyche. Oder einfacher, dass unser Körper unsere Psyche beeinflusst. In dieser Körperhaltung ist es enorm schwierig, mich selbstsicher und selbstbewusst zu fühlen. Und wenn wir auftreten, dann wollen wir natürlich einerseits nach außen selbstsicher wirken und wir hätten auch gerne das Gefühl vom Selbstsichersein. Darum lasst uns mal schauen, wie so eine Haltung von Selbstsicherheit aussehen könnte. Zuerst einmal fangen wir bei den Füßen an. Wenn ich so stand, dann wirkt das sehr sportlich, ist ein breiter Stand. So wirkt es wahrscheinlich eher ein bisschen schüch. Grundsätzlich sagt man hüftbreit und die Zehen zeigen ein bisschen nach außen oder geradeaus.
auf keinen Fall nach innen. Ich glaube, das erzielt nicht die Wirkung, die wir gerne hätten. Also, die Zehen geradeaus oder ein nach außen. Die Knie haben Spiel, das Becken ist leicht eingeklappt, damit die Wirbelsäule aufrecht ist, die Schultern sind offen und die Arme hängen. Oder wir nehmen sie da vorne zusammen in die Ruheposition. Und wir schauen geradeaus mit dem Blick. Und das Allerwichtigste ist das Anheben des Brustbeins. Weil wenn ich das Brustbein anhebe, dann habe ich gerade eine sehr andere Wirkung, als wenn ich das Brustbein unten lasse. Man sagt auch, dass ich ein Selbstbewusstsein habe. Und ich finde, das trifft zu. Weil der Mensch, der wirkt doch gerade viel selbstbewusster wie der.